wir eine hohe Nachrichtenfolge haben. Und wenn man dann sieht, dass sich auf diesem reinen Nachrichtenmarkt zwei private Sender schon tummeln, die es ziemlich schwer haben, sich dazu behaupten, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, müssen wir das machen, sollen wir das machen? Ich habe nur bei ARD und ZDF den Eindruck, diese Frage stellt man sich nicht wirklich. Man möchte einfach Plätze besetzen, nicht nur bei der Information, bei den Sportrechten ist es ja ähnlich. Davon läuft dann vieles leider im Programm auch gar nicht, aber man hat sich die Rechte gesichert. Vor Jahren noch wäre es unmöglich gewesen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Boxen zu zeigen. Das ist inzwischen up-to-date und man kann irgendwie die Frage schon gar nicht mehr stellen, weil man sie für langweilig hält. Ist es denn sinnvoll, zweistellige Millionenbeträge an öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren Boxveranstaltern zu übergeben, mit denen man dann solche Veranstaltungen bringt? Das kann man natürlich alles rechtfertigen, wenn es einfach darum geht, möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Das ist völlig okay. Ich habe nur den Eindruck, dass es bei uns eine inhaltliche Debatte über das Wesen, den Kernbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einfach nicht gibt. Also so eine Selbstbesinnungsaufgabe, wie sie die BBC vor sich sieht, die haben die ARD-Anstalten so lässig weggeputzt, und jeder da so eine Broschüre aufgeworfen in den letzten 2 Jahren, in denen dann lauter hehre Ziele formuliert sind. Das hat aber mit der Programmrealität echt nichts zu tun. Die waren gerade mal für den Ofen und für die Ministerpräsidenten, damit sie sehen, ah ja, die haben auf irgendwas reagiert. Aber das würde ich mir als Programmkritiker einfach wünschen. Denn es gibt sehr viele öffentlich-rechtliche Angebote, die einmalig sind. Aber es gibt viel mehr öffentlich-rechtliche Angebote, die man überall sehen kann. Herr Raff, Sie dürfen sofort antworten. Ich möchte nur meine Einladung ans Publikum wiederholen und Ihnen klar machen, wir werden hier ziemlich angestrahlt. Deswegen sitzen Sie für mich im Halbdunkel. Also geben Sie mir bitte, wenn ich gleich suchend durch die Reihen blicke, ein deutliches Handzeichen. Dann kann ich Sie rannehmen. Herr Raff. Herr Anfeld hat die Situation jetzt der Nachrichtenkanäle, die sich so nennen, angesprochen, die ja beide auch Dienstleister sind für jeweils ihre Systeme, wo sie ihre Nachrichten zur Verfügung stellen, und die Konkurrenz zu uns. Man stelle sich diese Online-Welt vor, Springer hat Online-First zum Credo gemacht, die Nachrichten werden immer schneller eingestellt und wir bewegen uns als ein im Informationsbereich kompetentes System immer entlang einer Stundenuhr. Das heißt, wir versuchen nicht mehr, das, was heute schnell auf den Markt kommt, was heute letztendlich auch schnell eine Bewertung erfahren muss, was letztendlich auch verarbeitet werden kann, das versuchen wir nicht zeitgemäß mit den uns zur Verfügung stehenden technischen Mitteln zu bearbeiten und letztendlich zum Nutzer zu bringen. Das würde uns doch in der Konkurrenz zu anderen unheimlich zurückwerfen. Wir wären doch immer die, die hinterherkommen. Wir wären die, die im Grunde genommen nicht das, was an technischen Möglichkeiten vorhanden wäre, auch nutzen würden. Wir wären im Grunde genommen die Langsamen. Wir würden mit der Pferdekutsche kommen, wie so ein Kollege von Ihnen in der FAZ am Sonntag geschrieben hat, nachdem was einige an Vorstellungen haben. Wir sind doch selbst im Grunde genommen in diesem Zwang, uns letztendlich diesen neuen technischen Möglichkeiten zu stellen, sie zu nutzen, weil wir sonst für bestimmte Nutzer gar nicht mehr interessant sind, weil sie uns gar nicht mehr letztendlich auch über die klassischen Ausspielwege erreichen wollen oder anschauen wollen, weil wir nicht mit ihnen dort in Kontakt kommen, wo sie zeitunabhängig, ortsunabhängig letztendlich Informationen bereit sind entgegenzunehmen. Das ist ja für uns durchaus auch ein schwieriges Spiel und wir haben ja dieses große Problem, dass wir auf der einen Seite in diese digitalen Welt entsprechende Angebote aufbauen sollen, aber auf der anderen Seite natürlich unsere klassischen Medienangebote nicht schwächen wollen. Da wollen wir gleichzeitig den Erfolg haben, den wir bisher haben und wollen den nach Möglichkeit sogar noch verbessern. Von daher ist ja auch nicht immer wahr, wenn Sie sagen, es würden da immense Gebührengelder jetzt dort in diesen Online-Bereich hineinfließen. Ich habe vorhin die Summe gesagt. Unsere Anmeldung für die nächste Gebührenperiode liegt unterhalb der Inflationsrate. Und Sie wissen, die wird wahrscheinlich noch ziemlich runtergerechnet von der KEF. Wir haben im Grunde genommen gar nicht die Chance, diese Umschichtungen vorzunehmen, aber müssen gleichzeitig diese Ausspielwege nutzen, um letztendlich damit auch diejenigen anzusprechen, die anderen Wege immer weniger letztendlich sich zu eigen machen. Und es wird nun mal so sein, dass der Nutzer zu Hause nicht mehr feststellen wird, irgendwann habe ich mein Fernsehprogramm zum Beispiel oder mein Hörfunkprogramm über online oder über andere Wege empfangen. Es wird im Grunde genommen eine Konvergenz geben und da können Sie uns den Weg nicht abschneiden. Das ist letztendlich der Einstieg in den Ausstieg des öffentlich-rechtlichen Systems. So. Herr Raff, darf ich das gleich sagen? Herr Liedenthal, nicht, dass Sie glauben, da gibt es eine Annäherung. Und da muss